Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute spielen wir erneut den Oberhof-Sprint. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, Herr Marcel, den hast du doch schon hochgeladen? Ja, habe ich, aber die Verfolgung daran, die ist mir als Datei, als Video leider verloren gegangen. Nicht so, dass ich sie aus Versehen gelöscht hätte oder so, aber ja, ich habe es halt aus Versehen gelöscht und ich dachte, bevor ich dann irgendeine Verfolgung out of context komplett spiele, lade ich nämlich hier nochmal den Sprint mit euch zusammen auf. Und ja. Nehme euch etwas mit. Hoffentlich ein ähnlich gutes Ergebnis, sodass wir ums Podest kämpfen können. Dazu ist natürlich gute Schießen eine Grundlage. Ich habe gesehen, dass über 90%, die meinen Kanal schauen, den Kanal noch nicht abonniert haben. Also tut das gerne. Und ihr würdet mich und meinen Kater damit sehr unterstützen. Herzenskuss geht raus. Und 90% ist eine echt schlechte Quote. Und lasst bei der Gelegenheit auch gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen sollte. Und wir sehen hier unten rechts, dass hier schon einige Fehler geschossen werden. Außer natürlich Juggler. Wow, surprise. Und wir haben hier 1,8 Sekunden Rückstand. Das ist keine gute Zeit, aber ich meine, am Ende kommt es doch eher aufs Schießen an, von daher ist es ja relativ egal. Erstmal. Ich meine, beim Schießen kann man noch so eine Menge gut machen. Ja, klingt uns hoffentlich. Es war eine etwas langsamere Null, aber besser als schnell geschossen und ein Fehler. Ja, 2 Sekunden. Ich meine, kann man erstmal drauf aufbauen, aber ist natürlich noch nicht so die Spitzenzeit und die Zeit, die ich von uns erwarte. Benedikt Doll? Was macht denn der da vorne? Das ist ein komisches Zwischenergebnis, muss ich sagen. Pozziluma so souverän vorne mit Jacqueline und allen. Bin ein bisschen verwirrt von den Ergebnissen hier. Ich meine, Johannes Simsbö auch relativ weit hinten. Trotz einem Fehler. Jakob Fack schneller. Hofer schneller. Naja. Dann ist das wohl so. Soll mich nicht stören. Ich versuche hier nämlich jetzt gleich wieder die Null zu schießen und somit eine perfekte Ausgangslage für das Verfolgungsrennen zu schaffen. Am besten sogar noch mit einem Podestplatz. Und das könnte aber schwierig werden. Ich meine, Jacqueline hat die Null geschossen, aber Pozziluma, der hat 2 Fehler geschossen. Und das könnte uns natürlich helfen, aufs Podest zu laufen, wie ebenfalls Benedikt Doll 2 Fehler geschossen hat. Ja. So, 2 Grad ist es warm. Bisschen wärmer ja in Oberhof auch diese Woche, deshalb werden erst ab Freitag die ganzen Wettbewerbe ausgetragen. Ja, wir Deutschen und das Wetter. Und das ist die Null. Und die ist extrem scheiße langsam. Währenddessen ich hier gerade bemerke, dass wir tatsächlich sogar auf Podestkurs sind. Und vielleicht sogar den 2. Platz holen könnten hinter Jacqueline. Für den ist eigentlich schon der 1. Platz ziemlich abgesichert, würde ich behaupten. Aber wir können hier noch um den 2. Platz kämpfen. Ich meine, Benjamin Weger ist auch nicht der begnadetste Läufer. Aber wir scheinbar auch nicht. Obwohl es das eigentlich liegen sollte. Naja. Schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt. Ich meine, 0,4 Sekunden ist aber auch nichts gefühlt. So, das sprinten wir gut hoch. Jetzt eine kleine Regenerierungsphase, um dann wieder Vollspeed mitzunehmen. Also das könnte noch mal eng werden. Dafür müssen wir jetzt auch den Berg gut nehmen. Und das scheint auch erstmal zu gelingen. Ja. Genau, da haben wir sogar 0,1 Sekunde auf Jacqueline aufgeholt. Und Vega hat auch ordentlich eine Sekunde verloren. Das ist wichtig. So, und jetzt
für die beste Ausgangslage. Ja, es könnte ein Podestplatz sein. Oh nein. Oh, zeitgleich. Oh, zeitgleich Dritter. Auch wenn hier Vierte angezeigt wird, zeitgleich Dritte. Ich fass es nicht. Zeitgleich wieder. So wie bei dem Sprint der Frauen, der nicht neu aufgenommen werden musste. Oh. Eie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